Europa sichern heißt das Buch, das jetzt gerade neu erscheinen wird. Warum ist das wichtig im Europawahlkampf? Was versprechen Sie sich da? Ich glaube, das ist ein Format, das die anderen nicht haben und das die anderen auch nicht könnten. Hier haben wir hochqualifizierte Europakandidaten mit ihren verschiedenen beruflichen Hintergründen, die zu europapolitischen Fragestellungen klare Positionen beziehen und zeigen, was wir eigentlich im politischen Angebot haben. Wir hängen die Latte so hoch, dass die anderen Parteien locker unten durchlaufen können. Und zwar setzen wir qualitative Maßstäbe. Wir zeigen auf, wo ist Europa tatsächlich zu kritisieren, wo ist die Europäische Union zu kritisieren und was können wir konzeptionell dazu beitragen, dass wir ein Europa der Vaterländer wirklich begründen. Nun, wir haben uns bemüht, hier einige Beiträge zusammenzustellen zu den diversen Themen in Bereichen, die wir allesamt für reformbedürftig halten. Ich selbst habe mich zum Euro geäußert. Wir werden ja oft auch als die Abgehängten und die von der Gesellschaft ausgespienen sozusagen, die Populisten, die nichts anderes zu Wege bringen, diffamiert. Und wenn man natürlich sieht, was da in dem Buch alles so schreibt, wer meine Mitautoren ist, der sieht, dass es genau andersherum ist. Es sind die Leute, die einfach sagen, okay, die Vernunft in Deutschland braucht wieder eine Stimme. Ich fand es eine wunderbare Idee, weil sie konterkariert ja genau den Vorwurf, wir hätten keine Konzepte, wir hätten keine Ideen, anders als die Altparteien. Im Gegenteil, wer dieses Buch liest, wird dort viele Ideen, viele Anregungen, viele Konzepte finden, wie wir Europa neu gestalten wollen, wie wir die EU hier reformieren wollen. Also mein Thema ist die EU-Armee, die ich hier mit wenigen und sehr allgemein erklärenden Worten ablehne, denn um das tiefer zu verstehen, müsste man sehr fachlich werden als Offizier und das, glaube ich, würde für die Masse nicht verständlich sein. Also habe ich es versucht, einfach zu erklären. Vor der Kamera 20 Sekunden und ansonsten haben wir auch immer eine Zeichenbeschränkung auf 1000, 2000 Zeichen. Und ich finde, es gibt Wähler, die einfach Interesse haben an gründlichen Begründungen und die es auch verdient haben, dass wir sie ihnen liefern, indem wir mal ein, zwei Gedanken wirklich über 5 Seiten ausdehnen. Das schafft jeder, aber es hilft doch, die Beweggründe zu verstehen.